Und damit herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Wir spielen mal sofort weiter. Und wir sind ja am Haus am See, was extrem schön aussieht. Hast du die Beschreibung richtig gelesen? Es ist gar nicht wie in der Broschüre. Es sollte doch am See sein, nicht auf dem See. Ja. Nee, und was ich sagen wollte, ich finde es echt witzig, dass die Alice so eine Angst vor der Dunkelheit hat. Schon eine richtige Phobie. Und das gerade bei Alan Wake, bei dem Spiel. Das kann richtig lustig werden. Ich kann mir da echt lustige Sachen vorstellen, was da noch passieren werden. Okay, was heißt lustig, aber... Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Und es sieht einfach nur fantastisch aus, finde ich. Richtig geil, so eine kleine Insel am See. Boah, hier angeln. Hier kannst du jeden Tag angeln gehen, ohne Scheiß. Alice hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Das alte Gebäude war früher ein Hotel gewesen. Heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Schön. Die schon mal angeln? Also ich war vielleicht ein, zwei Mal. Weil da war ich noch klein. Aber das war super. Braucht man auch sehr viel Geduld. Aber schön, echt geil. Und die Musik spielt leise im Hintergrund. Schön. Na gut, dann werden wir mal ins Haus reingehen. Und uns... Huch, was ist das? Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder. Oh, wie süß. Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Ah, okay. Komm schon. Komm schon. Ist ja nicht schwer. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Scheiße. Auf dem Regal stand ein Schuhkarton mit Büchern von Thomas Zane. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Hallo? Jemand da? Okay. Das gibt's doch nicht. Oben vielleicht was? Aha. Scheiß Dunkelheit, Mann. Einen Moment lang suchte mich wieder der bedrückende Albtraum von der Fähre heim. Alter! Mist. Das war die alte Hexe, die uns die Schlüssel für das Haus gegeben hat. Ich musste den Strom in der Hütte zum Laufen bringen. Irgendwo auf der Insel musste ein Sicherungskasten oder Generator sein. Die Hütte sah aus wie eine Zeitkapsel aus den 60ern, wenn nicht noch früher. Nicht schlecht. Boah, fuck, Mann. Oh, das wird wieder richtig kacke. Das Stromkabel führt zu dem Schuppen da hinten. Puh. Na, dann werden wir erstmal das Licht einschalten. Wir brauchen eine Tür für die Hütte und da ist er, super. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Ah, okay. Ups. Boah, wie das wackelt. Das geht immer gar nicht. Das Ding fällt jeden Moment gleich auseinander. Scheiße. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay. Mach das. Ich schau mich ein bisschen um. Na klar. Viel Spaß. Schön. Und es war ein schöner Ort. Bricht heran. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Du dachtest? Was soll das bedeuten? Wir werden es herausfinden, Leute. Sollen wir erstmal reingehen, da wo wenigstens ein bisschen Licht ist. Alice? Schatz? Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Also, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Oh. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Überraschung! Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen.
Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst vielleicht... du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Verdammt. Alan? Alice. Scheiße, was ist jetzt los? Alle Lichter ausgegangen. Alan? Alan! Wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme! Oh. Alles okay, ich komme! Nein. Was zum... Alan! Hilf mir! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt... Echt schief... Irgendwas ist schiefgegangen. Ah. Alice? Oh nein! Super cool. Immer weiter! Alice? Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Was ist denn jetzt passiert? Was ich noch sagen wollte ist, die Frau... Diese Hexe, ich nenne sie einfach mal Hexe, sah verdammt aus wie, habt ihr den Film Die Frau in Schwarz gesehen? Die sah genauso aus, halt bloß ein bisschen älter, aber ohne Scheiß. Ich habe mir so in die Hosen gepinkelt bei dem Film. Hätte niemals gedacht, dass der so krass ist. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Meine Fresse. Bei Alice Sachen war ein Buch, The Creator's Dilemma von Dr. Emil Hartman. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht. Und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Kann ich verstehen. Was leuchtet die Tankstelle da? War meine Chance. Ah, super. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Wanderung durch den Wald? Wirklich? Okay, Leute. Wir schaffen das. Oh. Geht der Wagen flöten. Und wir haben keine Taschenlampe, wir haben keine Pistole, wir haben gar nichts dabei. Scheiße. Man kann bloß jetzt darauf hoffen, dass wir irgendwo eine Taschenlampe finden. Bevor uns der Albtraum wieder heimsucht. Oder vielleicht sind wir schon mittendrin im Albtraum. Was viel wahrscheinlicher ist. Ich meine, er ist einfach im Auto aufgewacht. Hallo? Was ist das denn? Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Scheiße. Das heißt, wir erleben das, was er geschrieben hat. Oder noch schreiben wird. Dann sollte er keine Horrorgeschichten mehr schreiben. Scheiße. Ist da jemand? Bitte!
Ich hatte einen Unfall! Ach du Scheiße. Es juckt. Der Bart juckt. Entschuldigung. War da vorne ein Licht? Ich meine, die Tankstelle ist noch da hinten. Ach du Scheiße, das wird ein extrem schwerer und langer Weg, ich sag's euch. Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Bestimmt. Passiert doch bestimmt was. Kacke, Mann. Uff. Gibt's hier was? Nein, keine Lampe, gar nichts. Wir haben schon so einen komischen Schattenmann gesehen. Kontrollpunkt erreicht. Ist da jemand? Puh. Bitte, ich hatte einen Unfall. Ach du Scheiße. Hey! Hey, Sie! Wer nicht an? Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss... Hütten zu vermieten in... Fahrt! Verdammt! Goldstucky! Wirklich erfreut! Eine Anzahlung ist erforderlich! Ehrlich und fair! Oh. Ehrlich und fair! Manche Leute gehören einfach bloß in die Klapse. Ohne Scheiß. Was ist denn mit ihm los? Oh, hoppala. Fuck, man. Oh. Leute, das kann echt was werden mit dem Typen. Scheiße, schnell ins Licht. Hopp, 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 mach inne, mach inne, mach inne, mach inne. Das ist der Ich musste hier irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Puh, Gott sei Dank haben wir zufällig eine Lampe und einen Revolver gefunden. Und vielleicht gibt es hier noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel Batterien für die Lampe. Super. Während Ihres Aufenthalts empfehle ich Ihnen Nordic Walking. Das ist der neueste Trend. Die gesundheitsfördernde Wirkung ist bewiesen. Sie schlagen also zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich benutze einfach mal das Telefon, ich habe keinen Bock mehr auf den Irren dazu zu hören. Und tun gleichzeitig etwas für ja. Polizeiwache Bright Falls, wie kann... Verdammt. Hallo? Scheiße. Nicht gut. Oh. Ach du Scheiße, jetzt muss ich raus. Was mit dir? Wie geil, Mann. Einfach alles rausgerissen, Mann. Das geht gar nicht. Wie das geht. Wir haben jetzt eine Lampe und einen Revolver, das heißt, jetzt wird es gleich abgehen. Der Bulldozer war mit dem Büro über die Klippe verschwunden. Ich hoffte, Stucky ebenso, hatte aber nicht vor, hier zu bleiben, um es herauszufinden. Nee, wirklich nicht. Wir werden mal schön weitergehen und hoffen, den... Oh, klar, die geht von alleine auf. Ich mach noch mehr davon. Immer schön nachfüllen, die Lampe. Der Schädel brummte furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Ja, mein Guter. Und hier ist ein Pfeil. Cool, wenn man...
man mit dem Licht so rüber geht. Ah, okay. Zeigt er uns den Weg an, wo es weitergeht. Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Ach so, Kisten. Super.